Hippokrates sagte schon, eure Lebensmittel sollen eure Heilmittel sein. Christina, du sagst selbst, dass man mit 135 Euro pro Person im Monat Bio-Lebensmittel einkaufen kann, sich praktisch verpflegen kann. Aber trotzdem waren wir halt bei den Bauern im Hofladen und da kostet halt das Kilo gelbe Rüben oder Karotten in Bio-Qualität 1 Euro, weil der die halt selber anbaut. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Oder die Kartoffeln, wir haben halt dann die Kartoffeln im 25-Kilo-Sack gekauft beim Bio-Bauern. Da kostet das Kilo 1 Euro, während du halt im Biomarkt 4,50 Euro fürs Kilo Kartoffeln zahlst. Und das ist echt eine Preisspanne, die du sofort merkst. Und das ist aber auch sehr sozial eingestellt dann, ne? Das ist total. Also wahrscheinlich auch durch so und so eine Gruppe wirklich lebbar. Es ist Wahnsinn, weil also das ist das Tolle an den Foodgroups, ist ja nicht nur, du triffst dich ja nur mal unter dem Vorwand, billig Essen einzukaufen oder günstigeres Bio-Essen einzukaufen, aber da entstehen wirklich, wir wollten wirklich eine Gemeinschaft gründen, wir wollten eine Schule gründen. Du bist immer so der einzige Freak, der hier irgendwie vegan, Bio, was weiß ich was, und auf einmal sind da ganz viele Freaks und du unterhältst dich über Essen und über energetische Dinge. Das lehrt uns einfach wirklich mehr und das ist auch das, was ich jetzt immer wieder merke, nachdem ich jetzt viel in Gemeinschaften mit tollen Menschen zusammenlebe. Das sind auch die Gespräche mit den Menschen, die uns nähern. Oder die Nähe zu Menschen, der körperliche Kontakt. Wenn du eine schöne Familie hast, kann ja auch eine Kleinfamilie sein, kann Gemeinschaft sein, so ein Verein. Das nährt einfach unglaublich, ohne dass du jetzt wirklich Essen zu dir nimmst. Oder das Essen läuft dann eigentlich mehr so nebenbei. Es sind dann die Gespräche, die nähern, das schöne Zusammensein, das Soziale. Und dann habe ich mal bewusst in meinen Garten geschaut und habe gedacht, oh, also wir hatten im Frühjahr was pflanzt, aber da war der ganze Garten voll mit Kapuzinerkresse. Wir haben dann wirklich Smoothies, wir sind einfach in den Garten raus und haben die Kapuzinerkresse, die schmeckt ja auch so lecker. Ne? Die sieht zum Beispiel auch wunderschön aus. Ja. Total wichtig ist, dass es immer Spaß machen soll. Also wir sollen da in der Freude bleiben und niemals einen Verzicht haben.